Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skate. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja heute der letzte Part. Denn die letzte, oder ich weiß ja nicht, ob es die letzte ist, aber X-Games. Die gehen heute weiter. Und das war die falsche Taste. Und nachdem ich im letzten Part sehr gut mit den X-Games zurechtkam eigentlich. Ja gut, das eine hätte nicht unbedingt sein müssen, der letzte Run, aber naja, ich hab's ja im Endeffekt noch in der Hand gehabt. Geht's heute auf die Mega-Ramps, denn jeder Gegner hat 5 Versuche auf der Big Air-Ramp und ein bester Versuch zählt für die Wertung. Alles klar. Ja, Entschuldigung, dass ich gerade nicht spiele, ich stecke hier kurz mal was um, weil meine View sonst gleich ausgeht. So. Hallo? Ich suche einen Kollegen, der mich für die Spiele anmeldet. Aha, da Mann, ja. Gut da. Bist du für die Big Air Ramps? Ja. Oh, das erinnert mich wieder sowas von an Skate 3. Oh, ho, ho, ho. Holy shit! Boah! Nice! Richtig nice! Oh, das wird super! Das wird super! Freue ich mich drauf! Holy shit, die geht 90 Grad nach unten! Und erstmal verkackt. Habe ich aber auch nichts anderes erwartet. Und los. Auf ein neues. Boah. Nice. Schade. Aber egal. 23,9. Was? Holy. Yo. Das war mir direkt bewusst, dass ich das nicht überleben werde. Alter, der eine hat 87. Das ist krass. Nein, der kommt immer quer auf. Boah. Das ist die letzte Runde schon, ne? Ich glaube, hierfür werde ich viele Versuche brauchen. Ah, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Alles klar, Kollege. Mach, was du willst. Naja. Ja, konnte es gescheitert, war klar. Ich würde den aber gerne wiederholen. Natürlich neuer Versuch. Hallo? Ich bitte euch. So. Okay. Okay. Was? 76? 5,8? Rang 2? Danny Way mit 87! 9,8! Danny motherfucking Way! Oh, der war nicht gut. Ah, der war aber auch nicht hoch. Ach, scheiße, jetzt habe ich nicht geguckt, welcher Rang ich noch bin. Ob ich immer noch Rang 2 bin? Boah, Alter, wie weit der geflogen ist. Ja, fall runter. Ja! Woo! Nur noch Rang 3. Duffy, 78.
Und der macht einen Frontflip. Verneigt euch. Verneigt euch. Ich habe den Danny Way geschlagen. Aber, es kommt noch die letzte Runde. Der Danny fucking Way hat's noch in der Hand. Es ist noch nichts vorbei. Es ist noch gar nichts vorbei. Ah, quer aufgekommen. Aber 2000 Punkte am Anfang, das war schon gut. Naja, gut, ich bin auf die Fresse geflogen. Wir haben geschafft, meine lieben Freunde. Boah, Danny fucking Way mit 87,98, ich mit 90,65. Wahnsinn. Ich bedanke mich beim Danny für ein spannendes Finale. Nichts Neues freigeschaltet. Neue Location freigeschaltet, die X-Games. Party Play, X-Games. Und ja. Du hast den beiden Skate-Events Gold geholt. Du kannst jetzt im Park skaten. Okay, cool. Ah, ich darf hier jetzt offiziell rein. Und hier fahren auch gerade ein paar Leute. Das ist schön. Aber, ja, es gibt nichts Neues. Hier könnte ich nochmal bei den X-Games mitmachen. Fühlt aber nicht. Ja, meine Freunde, wenn es das war, ne? Dann, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Dann ist das Projekt hier und heute vorbei. Aber schönes Finale. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei Danny Way für das schöne Finale. Es war spannend. Und ja, wir haben die X-Games abgeschlossen. Ja, klar, es gibt noch die Max-Storyline. Aber wie gesagt, da verarscht mich das Spiel ja ein bisschen, weil ich habe mir wirklich YouTube-Videos dazu angeguckt, auch wo Leute gezeigt haben, wie sie ihre Sticks dabei halten. Und ihr müsst wissen, ich halte die wirklich ganz genauso, wie die halten. Und ihr habt ja auch gesehen, dass wenn ich irgendwelche anderen Events mache, was ja vorgekommen ist, und dann hat er das auf einmal bei dem anderen Event gemacht. Aber bei dem Event da irgendwie nicht. Und deshalb schaffe ich das nicht. Ich weiß, der The Wolverus, also einer meiner Lieblings-Let's Player, er hat's auch Let's Played und ich würde ganz gern vielleicht mal bei dem reingucken, wie er das gemacht hat, weil ich glaube, er hat's auch zu 100% gemacht, weil der Typ ist krank. Und ja, ich gehe einfach nochmal hin. Kann ja dabei ein bisschen reden, kann es vielleicht mal ein bisschen probieren. Sonst würde ich mir das bei dem nochmal angucken, aber ich denke nicht, dass der das anders machen wird, ne? Wisst ihr ja. Und, ja. Naja, 5-0 geworden, ne? Das ist meine Bude, hab sie. DJ sagt nie was. Aber wenn du ein paar krasse Tricks hinlegst, ist er vielleicht so beeindruckt, dass er den Mund aufmacht. Ach da, ah. Ach ja, den 5-0 Grind habe ich nur gemacht, wenn ich mit einem Manual da drauf gefahren bin. Ups. 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 ja. Wie gesagt, bei mir hat es ja nicht funktioniert, das habt ihr vielleicht in den anderen Part schon gesehen und da wäre das Projekt hier und heute vorbei. Ist natürlich schade. Und wenn ihr jetzt denkt, scheiße, er hat jetzt Skate 1 gemacht, Skate 2 und Skate 3, jetzt wird kein Skate mehr kommen, dann täuscht ihr euch. Denn ich weiß jetzt schon, er macht auch keinen FS to Tail, das ist ja das Schlimme. Ich weiß jetzt schon, dass nächsten Monat Online-Parts angesetzt sind. Ich wurde wieder gefragt, ob ich eine Runde online mit einem Abonnenten spielen kann. Und klar, mache ich gerne. Und das heißt, ihr seht dann nächsten Monat ist wahrscheinlich wieder Online-Parts, sobald ich ein Headset habe, weil sonst können wir uns nicht unterhalten. Und das wäre ja dann auch langweilig für euch. Wisst ihr ja. Und ja. Probier's hier nochmal so ein bisschen. Das ist doch eigentlich FS Tail. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr irgendwie, wenn ihr PSN habt und ihr habt irgendwie einen der Skate-Teile, habt ihr zufällig zu
ja, für PlayStation, einen der drei Teile von Skate 1 bis 3. Ich weiß gar nicht, ob man Skate 1 online spielen kann. Dann, ihr könnt mich gerne fragen, so, es braucht nur einer kommen und sagen, hör mal, ich will eine Runde Skate mit dir aufnehmen, ich bin sofort dabei. Das, wirklich, könnt ihr mir glauben. Ich wäre sofort dabei und würde mit euch aufnehmen. Und so habt ihr auch Skateparts. Weil so macht ein BS 05. Ja, ja, das hat. Guck mal. Jetzt mal ohne Scheiß, da hat er den gerade gemacht. Habt ihr das gesehen? Der ist von dem BS 05 auf dem BS Tail. Warum macht er das nicht bei einem FS? Ich mach genau dasselbe. Ich drück genau dasselbe. Ich gehe hier in den Manual, gehe hier rein, hab den FS, geh rum, mach den Salad oder einen Blunt. Es ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum das Spiel mich hasst, aber das will er irgendwie nicht machen. Es tut mir wahnsinnig leid. Naja, dann würde ich sagen, verlass lieber das Event. Und ich sage, ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder, falls euch eins meiner bisherigen Projekte interessiert hat. Falls ihr vielleicht die anderen beiden Teile noch nicht gesehen habt, Skate 2 und Skate 3. Könnt ihr da gerne auch vorbeischauen, das waren auch ziemlich geile Let's Plays und vor allem bei Skate 3 sehr viel Rage. Und ich glaube auch bei Skate 1, es gab kein Skate, wo ich keine Rage hatte. Weil Skate ist einfach nur ein verdammt schweres Spiel, wie ich finde. Ein verdammt schweres Spiel. Wo ich wirklich mich verbeugen muss vor all den Leuten, die es perfekt beherrschen und jeden Trick können. Zum Beispiel den Spahn. Ja, auch einer meiner Abonnenten, mit denen ich schon aufgenommen habe. Der konnte wirklich vieles in Skate, der konnte wirklich einiges und ich könnte das nicht. Vor allem die Sticks so schnell zu bewegen, dass der den und den Trick macht, einen Laserflip, einen was weiß ich für einen Flip, einen Super Special Move Edition Flip, keine Ahnung, was die alles können. Und ich humpel hier und bin froh, wenn ich einen Ollie schaffe. Ja, also Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, wenn ihr weiterhin Skateparts haben wollt, müsst ihr ein bisschen darauf hoffen, ob mich Leute fragen, ob wir online zusammen zocken. Oder vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal wirklich alleine wohne, weil ich will das ungern machen, wenn ich noch hier bei meinen Eltern wohne, einen Livestream mache. Dann würde ich auch gerne nochmal Skate auspacken und mit euch vielleicht in einem Livestream mal Skate spielen oder sowas. Das kann aber noch ein paar Jahre dauern, wahrscheinlich. Oder vielleicht mal, wenn meine Eltern im Urlaub sind und ich das irgendwie hinbekomme. Können wir mal gucken. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das Spiel habt und ihr wollt mit mir eine Runde online zocken, fragt mich sofort an, ich bin sofort da. Oder je nachdem, wann ich Zeit habe. Momentan habe ich nicht so viel Zeit. Weil Fahrschule und, ne? Fahrschule, Schule, alles. Dankeschön, Auto. Ist da Bescheid. Aber sobald ich wieder Zeit habe, bin ich dann sofort wieder für euch da. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wer weiß, vielleicht könnten wir auch irgendwann mal vielleicht so eine Session machen, wo wir vielleicht mit mehreren Leuten online spielen. Wäre auch mal ganz cool. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen. Was als nächstes Projekt kommen wird, keine Ahnung. Ich werde mal wieder Zufallsgenerator anschalten, weil ich habe so viele Spiele. Ich habe hier mehr als 50 Spiele. Und ich weiß echt nicht, welches von den 50 Spielen ich nehmen soll. Weil ich irgendwie auf alles Bock habe. Ich hätte jetzt auf, keine Ahnung, von Red Dead Redemption, also vom Shooter bis hin zum, auch vom First-Person-Shooter bis hin zum, keine Ahnung, bis Need for Speed habe ich hier. Ich habe so viele Scheiße hier. Ich habe auch noch ganz alte Spiele. Ich hätte auch noch mal so Bock auf so ein Super Nintendo-Spiel oder, keine Ahnung, war PlayStation 2 oder. Aber ich mache da einen Zufallsgenerator, weil ich habe auf alles einfach Bock und auch Bock, euch zu zeigen, was ich so in Spielen drauf habe, die nicht unbedingt Skate sind, auch wenn ich in gefühlt keinem Spiel was drauf habe, abgesehen von Kingdom Hearts 2. Da bin ich einfach nur der Gott. Aber das werdet ihr dann hoffentlich sehen, falls Kingdom Hearts 2 mal kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, weil ich liebe Kingdom Hearts. Mein Lieblingsspiel übrigens. Und ja, wenn euch dieses Projekt gefallen hat, guckt vielleicht bei einem anderen Projekt vorbei. Würde mich sehr freuen. Ich habe so viele Projekte, ich denke, da ist bestimmt irgendwas für euch dabei. Und wenn ihr auch andere Projekte guckt, sehen wir uns hoffentlich auch beim neuen Projekt wieder. Das würde mich auch sehr freuen. Und ich sage, bis zum neuen Projekt. Tschüss.